Alan und seine Freundin hatten sich gedacht, wir verbringen einen wunderschönen Tag in der Stadt, so wie es halt Pärchen machen, und gehen ein bisschen shoppen und was Kleines essen. Und ich hatte mir gedacht, nein, werdet ihr nicht, sondern wir machen das zu dritt. Danke dafür. Somit waren wir ein bisschen shoppen zu dritt, haben ein leckeres Stück Pizza gefunden, haben die ein oder andere kleine Fußball-Session eingelegt und am Ende des Videos waren wir noch einen Burger testen, den ihr uns vorgeschlagen habt. Viel Spaß bei der ersten Folge aus Wien. In diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und herzlich willkommen auf dem Weg nach... Ich verrate es euch noch nicht, wir fahren in ein kleines Outlet, in ein Luxus-Outlet. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Parndorf. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Darf man sagen, dass Parndorf die coole Shopping-Region ist hier? Ja, also es ist Wien-Umgebung das einzige Outlet-Center. So. Es gibt Tots, es gibt Alfa-Leiter Ferretti, Kette Sapedi und Kachochi, Chimichu, Folura, Poloni, Michael Kors. Es gibt allerlei coole Sachen. War ein sehr spontaner Trip. Die beiden wollten shoppen gehen, die wollten einen spontanen Pärchenabend heute haben, Pärchentag. Und da habe ich gesagt, nee, ich werde mich dazwischen mogeln. Danke dafür. Dafür bin ich doch da. Gucci gibt's auch. Ah, ich weiß, was Amici ist. Das ist auch direkt neben Everybody's Darling. Ja, genau. Wir werden hier auch was Kleines, Leckeres essen. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich bin das erste Mal in Parndorf. Aber es sieht cool aus. Wo gibt's meinen Schuh? Boah, was ist das für ein kranker Schuh, Alter? Wenn du damit jemanden in den A** trittst. Damn! Gucci! Die ist viel zu groß für dich, Bruder. Was ist das für eine Marke? Bottega Veneta? M. Kostet eh nur 1,8. Komm, geht schon. Ja, ah, 50% aber. Ja, 900, egal. Eine Jacke für 900 Euro, bevor ich mir das kaufe. Ah, hier. Die Hose ist auch jetzt nicht wirklich teuer. 1,3. Perfekt. Palama Angels. Wenn ich eigene Boxershorts rausbringe, oh, die sitzt wie eine Radlerhose eigentlich. Kann man nicht Probe tragen, gell? Na. Das ist eigentlich eine super Boxershort. Hier hast du lange Bein, Sackbereich. Bisschen übertrieben gelabelt, aber geil. Also es gilt nicht als Radlerhose oder so, oder? Okay. Sorry, it's not allowed. Ist nicht erlaubt, hier drin zu filmen, oder? Nein. Ah, okay. Hast du was gefunden, Gabi, bei... Nee. Du hast eigentlich nur telefoniert da drin kurz, oder? Nebenbei. Ah, okay. Bruder, weißt du, dass der ganze Trip eigentlich hier geplant war wegen diesem Laden? Und dann telefoniert sie in diesem Laden. Eine Sache gibt es, die ich nicht verstehe. Nur weil man mit einer Kamera filmt, darf man nicht filmen. Hätte ich diese Szene jetzt mit der Balenciaga Boxershort aufgenommen mit einem Handy, wäre das kein Problem gewesen. Das ist ein bisschen random. An alle Boutiquen, was ist euer Problem? Swarovski. Also ich muss schon mal ehrlich sagen, ich finde so Outlets und sowas eine geile Idee. Warum findest du billige Sachen, günstige Sachen? Es gibt jetzt hier nicht so cooles, aber... Sieht auch sehr ausgeräumt schon aus hier alles. Hier sind zum Beispiel 4 Schuhe, die euch kann man rocken. So. Würden sicher viele Leute sich drüber freuen. Voll günstig, 100 Euro. 12 Sekunden. Also ich habe auf jeden Fall gerade den hier anprobiert. Ich wollte eigentlich den hier haben. Der wäre geil gewesen, aber... Randy hat große Füße. Und es gibt viele Männer mit großen Füßen anscheinend. Die Schuhgröße eines Mannes. So auch sein Johannes. Flex. Mein zweiter Name ist ja David Alaba. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich werde jetzt diesen Fußball kaufen, diesen rosa, mit dem ich hier gerade im Laden gespielt habe und fast rausgeworfen wurde. Boah, aber den perfekt aufgepumpt. Ich glaube, das ist der. Eine Tasche schon 30 Cent? Nee. Die beiden sind zum Shoppen gekommen. Ich bin der Erste, der was gekauft hat und das ist ein Fußball. In einem Klamotten-Outlet. Ich weiß nicht, ob das sehr viel Sinn macht. Hier gibt es Skiköfte. Auf jeden Fall wollen wir auch noch was Kleines hier essen, wissen aber noch nicht was. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde sowas eigentlich ganz geil. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Erlebnispark. Und man kann ein bisschen kicken. Ja. Nicht schlecht, gell? Diese Marke, Arc'teryx, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, macht euch ja nicht lustig über mich. Habe ich auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Gesangsartisten gesehen, wie zum Beispiel Nikan, einer meiner Lieblingskünstler. Und ich will mir irgendwas davon kaufen. Schauen wir mal. Ich will einfach irgendwas von dieser Marke besitzen, dass ich sagen kann, ich besitze was von dieser Marke. Ich check auch diese Emblem nicht, um ehrlich zu sein, aber es sieht einfach cool aus. Einfach eine Cap, oder? Wie sieht's aus, Scheiße? Ja. Aber die könnte geil sitzen, wenn man die so ein bisschen kriegt. Ja, wenn das so ein bisschen... Eine geile Cap. Die würde ich eher in schwarz oder so. Ja. Die ist halt eine Cap, mit der du laufen gehen kannst eigentlich. Das ist ja so eine Sportsache. Also die Caps sind ganz geil, muss ich sagen. Problem ist, dass sie jetzt noch nicht zufriedenstellen, weil mir der Schirm zu hoch ist.
Aber die könnte man rocken. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen im Internet und dann werde ich was finden auf jeden Fall. Aber merkt euch den Namen, das ist cooles Zeug. 10 Euro. Und das hat sich schon gelohnt, die 10 Euro für den Spaß jetzt. North Face, North Face. Tisch ist voll mit Longpaps. Wir haben auf jeden Fall Pizza, Döner, Burritos und Leon's Streetfood. In Google steht Streetfood, nur mit einem E geschrieben. Wir sind auf jeden Fall jetzt bei Amici, Ladies and Gentlemen. Wir haben einmal eine Margarita in groß genommen und einmal eine Bufalina in klein. Klein heißt sehr, sehr klein, aber ist nicht schlimm. Er sieht süß aus, er ist direkt vor dem Riesenrad. Was ist deine Einschätzung? Ich habe jetzt bei einem die Pizza gesehen, schaut nicht schlecht aus. Ich glaube, dass in diesem Food Court die Pizza der beste Call ist. Es wird eine leckere Pizza. Das ist klar, ja. Darum geht's. Am Ende des Tages. Können wir ein Foto mit dir machen? Können wir machen. Coole Woher Videos, seid ihr? Bro. Aus Wien. Ach so, ihr seid eh aus Wien? Ja, safe. Danke. Okay, ihr müsst mir sagen, wie gut der Burger ist. Ob es sich lohnt oder nicht. Vielleicht esse ich auch einen. Okay. Pizza schon gegessen? Ja. Und? Nice. Könnt ihr die Pizza von mir ein bisschen brauner machen? Bisschen ist brauner. Zu schnell fertig? Ja. Also, okay. Ich habe gesehen, dass diese Pizza sehr, sehr hell ist. Ich habe mal gesagt, er soll sie ein bisschen dunkler machen. Ja, Bruder, sehr gut. Ein paar Sekunden. Oh, damn. Beim 97, bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Einfach hinsetzen. Tabasco. Nee. Du sagst? Ja, geht. Was heißt noch? Nein. Fake. Ist okay. Lega. So lega. Teig sieht eigentlich gut aus. Glaubt jetzt die Tomatensauce zu süß sein wird. Das ist oft so bei so. Ach, ist auch komplett egal. Oh ja, aber ist gut. Ja? Mhm. Ist die Tomatensauce sehr süß? Ja, ich finde schon süß. Aber nicht sehr süß. Ich mag das halt. Oh, der Teig fühlt sich echt gut an. Mhm. Wow, die ist viel besser als ich dachte. Davon könnte ich 5 Stück essen, ganz entspannt. Super lecker. Gibt's nichts zu meckern an der Pizza. Ich habe mich zwar komplett vollgesaut, aber. Überraschend gut. Wirklich viel besser als ich dachte. Sehr, sehr gutes Stück Pizza. Da wird jeder glücklich. Mach mal. Okay. Damit schmeckt es mit Pizza zusammen? Eigentlich ist das eine Gemeinheit, dass ich das auf eine napoleonische Pizza gebe. Eine Gemeinheit. Wie ist der Burger jetzt? Habt ihr noch nicht? Wir haben halt. Damn, die brauchen ja lange. Und ich liebe Chiliöl, ladies and gentlemen. Señorita, como estás? Chabanida. Ganz klarer Gewinner. Gabi hat entschieden, dass wir hier auch Pizza essen, will ich nur mal sagen. Guter Call. Das war der Öl-Handtrack. Was sagt ihr? Muss man den probieren? Ganz okay. Ganz okay? Ja. Ja. Also, wo sind wir jetzt? 7? 7,5 sowas. Na, okay. Ich sag eher 6,5 bis 7. Lasst euch schmecken, Männer, guten Appetit. Danke. Ich sag so, wie es ist. Ihr habt gerade von den Jungs gehört, der Burger ist jetzt nicht die beste Idee. Ich habe ihn jetzt nicht probiert, deswegen will ich nicht sagen, aber die haben einfach ihre Meinung abgegeben. Die Pizza, sage ich ehrlich, der gebe ich eine 8,5 oder so. Das war richtig lecker. 7,5. Überlegst du noch? Nein, Spaß, alles gut. Nein, ist dein Handy weg? Okay. Wo hast du es liegen lassen? Kann man schon was anstecken. Otto vielleicht? Du hättest aber am Tisch gelassen. Du bist aber einfach gegangen, so selbstverständlich. So, das geht doch nicht. Du bist ja unpassend auf dein Zeug. Ladies and Gentlemen, unsere Kollegen aus Wien, Le Burger, wo ihr euch eure eigenen Burger so gesagt zusammenstellen könnt, sind hier auch vertreten. Also. Pop, da hat sich jemand Sorgen gemacht. Ich brauche irgendwen, den ich tunneln kann. Oh. Es ist wirklich krank, jedermann fühlt sich provoziert, sobald du versuchst, ihn zu tunneln. Jetzt sind wir in einem teuren Bereich. Ja. 175 Euro für diesen Rucksack. Was sagen wir? Kaufen, nicht kaufen? Free Willy! Also es gibt auf jeden Fall einen Bereich hier in Parndorf, der so ein bisschen, sag ich mal, luxuriösere Boutiquen hat. Und dann gibt es noch den sportlichen Bereich, Nike, Adidas, so die ganz normalen Streetwear-Brands. Cristiano Ronaldo. Meine Passgenauigkeit gesehen eigentlich. Randy aka David Alaba. Cristiano Ronaldo. Bruh. Buberari. Alberta Raffaretti, Mosha Tartino, Panadora. Ah, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zurück in der wunderschönen Stadt Wien. Was haben wir alle so geshoppt? Nichts.
Ach so, du hast den geshoppt jetzt. So, Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall die Kommentare im Blick. Wir haben einen Kommentar gefunden, dass wir Mutter und Bull, Mother and, wie heißt es? Mama und der Bulle. Ah, Mama und der Bulle. Damn! Den werden wir jetzt abchecken gehen noch. Pahndorf kann man auf jeden Fall empfehlen, hat mir Spaß gemacht dort. Danke fürs Mitnehmen. Ich hoffe, ich war ein guter Begleiter. Fußball haben wir geholt. Ab jetzt kommen nur noch Fußball-Vlogs. Was sagst du, Kollege? Auf jeden Fall herzlich willkommen im ersten Bezirk, Mama und der Bulle. So, könnte noch dauern, bis wir den Burger essen, bis der Mann jetzt mal hier die Arbeit beendet hat, ne? Aber ansonsten... Hier befindet sich die Filiale von Mama und der Bulle. Es ist leer, das ist schon mal sehr gut, weil dann gibt es keine lange Wartezeit. Lass dir ruhig Zeit, wenn wir es einrichten können, ne? Hat er sich aber auch gut positioniert, der Mann. Lass dir Zeit, Bro. Thank you. I really appreciate it. Das ist ein richtiges Steak-Restaurant hier. Randy hat mal ein paar Date-Videos jetzt gedreht, ja? Und die sind auch super angekommen. Werde ich auch weiterhin drehen. Und ich gebe das jetzt auch gleich mal bekannt für jeden, der sagt, nee, Randy dreht kein Food-Content mehr, das nervt mich. Ja, ich werde auch nicht nur Food-Content drehen. Ich bin selber in meiner Findungsphase. Ich bin auch noch ein kleiner YouTuber. Für alle, die jetzt auf meinem Kanal nur noch Food-Content sehen wollen, dafür gibt es ja andere Kanäle. Schaut euch Lukas seinen Kanal an, schaut euch... Perfekt. Dann werdet ihr glücklich. Bei mir geht's um die Unterhaltung. Ihr sollt unterhalten werden. Wir machen lustige Sachen, wir drehen Dates, wir drehen Burger-Videos, fliegen durch die Welt. Danke an jeden, der dafür Verständnis hat und auch an jeden, der dafür kein Verständnis hat. War das ein bisschen böse? Nein. Es war ehrlich. Man muss ein bisschen ehrlich sein manchmal, weiß ich mal, weil die Leute beschweren sich. Jetzt dreht er Date-Videos, dann ist er am Ballermann. Ja, ist halt mein Leben und ich zeige euch, ich lasse euch teilhaben an meinem Leben so. Der erste Bezirk ist so schön eigentlich. Man, schaut euch mal diese Buildings an. Das sieht aus wie Paris. Ich verstehe das natürlich, ja. Für viele Leute, die mich verfolgen oder nicht falsch verstehen, ich bin da sehr dankbar für. Und viele erwarten sich dann natürlich, dass Randy auch so kompletten Food-Content macht wie Lukas. Aber den macht ja Lukas schon. Deswegen versuche ich einfach, den Content zu machen, den ich fühle, den ich für euch machen möchte, okay? Der Mann hat einfach den vierten Dragon Ball in seinem Auto. Wo sind die anderen? Jetzt fehlen noch drei. Nein, es gibt sieben, Bro. Okay. Ich hab... Ass. 6 plus 39. 42. Damn! Schneid das ja nicht. Können wir uns hinsetzen, wo wir wollen? Drehen draußen, was will ich. Geil. So sieht der Laden auf jeden Fall von innen aus, ne? Lange ist es her, dass Randy auf jeden Fall einen Burger getestet hat in Wien. Warum? Ich glaube so fast, ich bin durch damit. Aber ich lese natürlich immer mal wieder die Kommentare, schau, blablabla. Und ich bin wirklich sehr happy, dass ihr so aktiv seid, jedes Video von mir. Ich bin 10 von 10 zufrieden. Danke an den, der es empfohlen hat, ne? Kuss geht raus. Gibt es hier immer so Popcorn, oder? Ja, ja, genau. Das ist euer Ding. Unten Brauerei? Let's go. Ich muss nur kurz einmal Popcorn probieren. Hier gibt es eine Brauerei. Da muss ich ein Bier trinken, wenn es eine Brauerei gibt. Was ist unsere Brauerei, Digga? Einfach hier durch, oder? Ja, genau. Komm, komm. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Alles gut? Die haben einfach eine eigene... Wow! Dort wird es gekocht werden, also und gewürzt natürlich. Also das ist nur oberflächig, würde ich erklären. Ah, hier unten kann man auch noch sitzen, oder was? Theoretisch. Ja, ja, das ist eine große Filiale habt ihr. Und dann, nachdem, das ist die erste Station, zweite oben, Lager. 1000 Liter wird 4 bis 6 Wochen gelagert werden. Randy, freut mich. Servus Martin. Geil, also ihr braucht hier einfach euer eigenes Bier, ja? Ja, genau. Wie kamt ihr auf die Idee, hier einfach Bier zu machen, so random? Also Hood Gastronomie besteht ja insgesamt aus 4 Restaurants, ja, aus dem Umkreis. Wir brauchen so viel Bier, dass wir gesagt haben, wir möchten Selbstversorger werden. Du kannst Sorten machen, wie du möchtest und bist nicht auf andere angewiesen. Jetzt, wir machen am Freitag wieder auf hier unten und dann ist auch regulär Betrieb und während die Leute sitzen und essen, ist oft auch Brautätigkeit. Also. Ah, dann hat man noch was zu sehen. Genau. Sehr gutes Konzept. Genau. Sehr schlau. Beer Love. Daya. Hier kann man selber ein Bier zapfen, oder? Ja, genau. Wow, geil. Bekommt Karte. Boah, Karte, also hier kann man sich gut einen reintrinken. Karte einlegen und dann selber zapfen. Unten, hoch und dann hier rüber. Oben, dritte und von davon wird es ausgeteilt werden in alle unsere Filialen. Also. Ah, und ihr habt 4 verschiedene? 3 verschiedene. Okay, das ist Weizen, das ist rotes Weizen, Lager. Unfiltriertes rotes, also quasi ja. Zwickel, bei uns also heißt Herzsame. Ja. Und Mama Kraft, helles Bier. Das hier ist jetzt was? Ja, also, so ein Krug. Ja, genau. Ah. Jeder Gast, also der was zapfen möchte, bekommt seinen eigenen Krug. Und behält man dann den auch? Ja. Also der bleibt, auch wenn man geht, sperrt ihn ein, kommt beim nächsten Mal oder ist immer ja, für den Abend? Ja. Nein, so schnell beim nächsten Mal. Ja. Man kann sich auf jeden Fall seinen eigenen Krug hier holen. Und dann hat man hier seinen eigenen Krug mit seinem eigenen Schloss. Sehr cool. Das heißt, wenn ich sowas will, muss ich mir eine Karte holen. Ja, so. Soll ich mir mal so einen...
Krug mir hier reinstellen lassen oder nicht? Wir probieren erstmal das Bier und den Burger und dann entscheiden wir. Gibt auf jeden Fall auch dein Bioskop. Schmeiß einen Euro rein und dann lässt du dir deine Zukunft voraussagen. Was ist das für ein Lager? Lager für Malz, für alle anderen Zutaten. Also man hat schon was zu schauen auf dem. Geil, cool. Ich bin auch absoluter Bierliebhaber. Ich liebe Bier. So will ich auf jeden Fall empfangen werden in einem Restaurant. Finde ich sehr, sehr geil. Und ich muss euch ehrlich sagen, es wird jetzt gleich ein Bier probiert. Tut mir komplett nicht leid. Genau, warum sind die aber so nett? Was passiert? Ich habe das Gefühl, ich bin in L.A. Ich mach dies. Was sagen wir zu diesem Messer, Ladies and Gentlemen? Soll das Randy klauen oder nicht? Es gibt so manche Dinge, die darf man klauen. Regenschirm zum Beispiel. Ist kein Diebstahl, kann man machen. Als wenn du mal so ein Messer in einem Restaurant bekommst. Das ist legaler Diebstahl. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber ich feiere das. Ja, nein, stimmt ab in den Kommentaren, vielleicht klaue ich es. Dann verlose ich es an die Zuschauer. Salziges Popcorn oder süßes? Salzig. Ich sage euch aber, was der beste Call ist. Ich mag salziges auch gerne. Süßes Popcorn finde ich geiler, weil, ich erkläre euch warum, salzig esse ich schon immer Nacho-Chips. Dann hast du süßes Popcorn. Genau. Am besten ist, du mischt Salz und Süß zusammen. Das machen die im Kino. Ich habe immer meine Dates dort. Die machen das. Ja, ich sehe kein Problem. Wir machen zweimal dieses Menü. Wir nehmen Cheeseburger einmal und vielleicht Iron Steak Burger. Wo ist dieses Bier jetzt aber? Mama Kraft. Groß. Hä? Groß, Bruder. Ich sag nein und du machst doch. Geheimpfot. Ein Wasser. Bier? Ladies and Gentlemen, wir probieren das selbstgemachte Bier. Stiftung Warentest bestanden. Willst du probieren? Wie groß der Krug bei dir war. Also, ist nicht schlecht. Aber magst du sonst Bier? Nein, so Radler mag ich. Aber Radler ist ja kein Bier, oder? Radler ist Limonade. Es schmeckt nicht so malzig. Malzig. Das ist es. Ja. Das schmeckt so entspannt einfach. Eine Minute, 37 Sekunden. Cheeseburger und Flat Iron Burger. Dankeschön. Ey, der ist schön rosa, ey. Okay. Boah, das sieht gut aus, würde ich sagen. Ja? Mhm. Guten Appetit. Saftig. Saftig. Ist gut. Noch ein Schluck Bier. Komm, wir probieren den Salat auch einmal. Ich feiere das, ich feiere Essig. Du magst keinen Essig. Nein. Das ist crazy. Ist schon schön rosa, eigentlich sieht es gut aus, muss ich sagen. Tomate vielleicht ein bisschen groß. Käse hätte noch ein bisschen besser geschmolzen sein können, aber... Ich finde sie nicht verkehrt. Die Lauge stört mich ein bisschen, aber... Es schmeckt nach Brezel. Ich glaube aber, dass es nur in Lauge getunkt ist. Man schmeckt das Fleisch. Und das Fleisch hat einen sauberen Geschmack. Es ist salzig genug. Es ist... Ein Burger, den man essen kann, so. Es ist immer noch Wien, ich habe euch das schon mal gesagt, meine Meinung einfach, in Wien fehlt noch ein bisschen Power, so. Es gibt XO, es gibt Speisekammer, es gibt Smashbox. Da spielt er jetzt noch nicht mit für mich, aber es ist ein Burger, den man essen kann. Brioche-Bahn, Käse besser schmilzt, Fleisch, heißer Anbrat, dann ist ein kranker Burger. Ja? Die Pommes sind krass. Wie tollpatsch ist er. Deswegen passt die beide gut zusammen. Ich finde, er schmeckt genauso, wie man sich ihn vorstellt, wenn ich an einen Steakburger denke. Also Fleisch ist nicht so perfekt weich, muss aber auch nicht eigentlich. Die Soße ist gut. Die Soße mag ich auch, ja. Ja, das ist richtig gut. Probier diese Pfeffersoße. Die ist krass, sagst du? Ja. Ja, solides Ding. Kann man machen. Die karamellisierten Schalotten sind nicht meins. Das ist mir zu süß. Aber trotzdem muss ich sagen, obwohl die so Fleisch, so Steakstücke reingemacht haben, kann man den gut beißen. Es fällt nicht. Ja, geht. Weil die ist viel rausgefallen. Ich weiß nicht, wie voll er davor war, aber jetzt funktioniert es gut. Steakburger ist nicht meine Wahl. Cheeseburger, solide kann man essen. Was sagst du zum Cheeseburger? Gut, aber ich glaube. Du magst den mehr? Mhm. Wenn diese Zwiebeln nicht wären, wäre ich mehr beim Steakburger. Wenn Fahrrad ein Lenkrad hätte und vier Reifen, wäre es auch ein Auto.
Einen Cheeseburger kann man machen. Man kann natürlich an 3, 4, 5 Orten in Wien noch einen besseren Burger für meinen, für unseren Geschmack, glaube ich, essen. Trotzdem, jeder, der jetzt einen Burger will, wird glücklich, würde ich sagen. Ja, man kriegt Popcorn, hat irgendwas, die Pommes, die feiere ich besonders. Wie heißt die Soße? Pfeffersoße. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Und lass noch ein Herz für dieses schöne Pärchen. Zu leid, es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Tu mal jetzt noch mal so, als würdest du ihr den Burger geben. Nein, sie muss noch mal reinbeißen. Ach so. So schauspielerisch, okay? Ich sag zu ihr, probiere. Ja, ja, okay. So, aber das dürfen die Zuschauer jetzt nicht merken, dass wir das gefaked haben, okay? Ach so, okay, okay. Sie hatte noch nichts probiert. Genau. Probier mal diesen Steakburger. Glaubst du, der schmeckt dir besser? Wie gesagt, ich bin mehr bei dem, aber probier du mal. Mhm. Sag mal du, was du sagst. Er ist richtig gut. Oh, nicht schlecht. Also schauspielerische Leistung, 10 von 10. Also Gabi war auf jeden Fall mit dem Cheeseburger nicht so zufrieden und der Steakburger taugt ihr mehr. Es war aber gerade off-camera. Ich bin da nicht, aber er ist mir auch nur zu süß. Ich mag keine karamellisierten Zwiebeln und es sind karamellisierte Schalottis.